Präsidium. Liebe Professor Marx, liebe Mitarbeiter der Intensivstation, der Notaufnahmen, der Covid-Station, des Rettungsdienstes, liebe Teilnehmer des DIVI 21, ich freue mich sehr, Sie auf dem Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin begrüßen zu dürfen. Ein Jahr intensive Vorbereitung geht nun zu Ende. Der DIVI-Kongress ist 2021 nochmals virtuell. Mit dem DIVI bilden wir das gesamte Spektrum der Intensiv- und Notfallmedizin ab und konnten wieder weit mehr als 400 ausgewiesene Referenten dafür gewinnen. Freuen Sie sich über 150 wissenschaftliche Sitzungen, Pflegesymposien, Pro-Kontra-Sitzungen und Fortbildungsveranstaltungen. Sogar das TV-Studio, wo wir gerade hier sind, mit einer Vielzahl an wichtigen Themen wird den DIVI-Kongress wieder begleiten. Es war keine leichte Entscheidung, welche wir uns Ende des Sommers im Präsidium gestellt haben, nachdem alle Planungen Richtung Präsenzkongress gezeigt haben. Wir haben im Präsidium die vielen Argumente gegeneinander abgewogen, das Für und Wider sorgfältig betrachtet. Leider gibt uns die aktuelle Entwicklung recht. Wir sind mitten in der nächsten, ich denke in der herausforderndsten Pandemiewelle mit ihren vielzähligen Beanspruchungen für uns alle. Ich persönlich hatte die Hoffnung auf eine deutlich höhere Impfbereitschaft in der Bevölkerung und damit verbunden einen verbesserten Schutz und der Möglichkeit auf einen Präsenzkongress in Hamburg. Nun sind unsere Notaufnahmen und Intensivstationen wieder gefüllt. Das Kleeblattkonzept ist aktiviert und wir müssen Patienten erstmalig über Landesgrenzen zur Entlastung verlegen. Die Herausforderungen, allen Patienten, Covid-Infizierten wie auch Nicht-Covid-Patienten gerecht zu werden, ist immens und eine Gratwanderung zwischen Ausweitung von Behandlungskapazitäten für die infizierten Patienten und die Reduktion von Ressourcen von Nicht-Covid-Patienten. Als DIVI haben wir uns in der Pandemie viele Fragen, Planungen und Beratungen über das DIVI-Register hinaus eingebracht. Die Sektion Mitglieder des Präsidiums und die DIVI-Pressestelle haben unzählige Empfehlungen, Statements und Positionspapiere im letzten Jahr erarbeitet. Hierfür auch von meiner Seite recht herzlichen Dank. Noch nie stand die Intensiv- und Notfallmedizin so sehr im Fokus wie zurzeit. Nie war es so wichtig, dass wir uns einbringen und auch Sie bestmöglich unterstützen. Das letzte Jahr war für die Intensiv- und Notfallmedizin ein besonderes. Nachdem wir im Sommer phasenweise Entspannung in der Pandemie erleben durften, ereignete sich Mitte Juli die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Es war der größte Katastropheneinsatz seit Jahrzehnten in Deutschland mit über 180 Toten und über 750 Verletzten. Einige von ihnen waren vor Ort oder in den Organisationen von Katastrophenschutz und Krisenstäben eingebunden. Die aktuellen Ereignisse haben die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in den verschiedenen Bereichen der Intensiv- und Notfallmedizin aufgezeigt. Und es ist wichtig, über die Möglichkeiten der Partner im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz Kenntnis zu haben. Wir werden über die Flutkatastrophe, die Möglichkeiten der Bewältigung und der Herausforderung solcher Ereignisse in verschiedenen Symposien auf dem DIVI 2021 sprechen. Aber auch unsere Partner im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz wieder weiter vorstellen. Hierfür haben wir in unserem TV-Studio am Donnerstag ab 8.15 Uhr Platz eingeräumt. Das Kongressmotto, welches ich im Sommer 2019 sehr bewusst gewählt habe, gemeinsam treffen, diskutieren und gestalten, ist wichtiger denn je. Weil um mitgestalten zu können, müssen wir uns austauschen. Wir müssen kontrovers diskutieren. Das heißt, in einem virtuellen Kongress vielleicht chatten. Das haben wir gerade gehört. Denn durch die neue Chatfunktion in der Kongressplattform haben wir versucht, die Kongressstimmung zu ermöglichen und einen Austausch zu ermöglichen. Hier können Sie Sitzungsteilnehmer direkt kontaktieren. Und mit über 4.000 gemeldeten Teilnehmern ist unser DIVI 2021 virtuell schon jetzt ein großes Ziel, welches wir erreicht haben. Dafür möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken. Ich weiß, wie herausfordernd die aktuelle Situation für Sie und uns ist. Aber nun gilt es auch, die Zukunft zu gestalten. Eine Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen und Vorgaben sind auf den Weg gebracht oder in Vorbereitung. Im neuen Koalitionsvertrag nimmt die Digitalisierung im Gesundheitswesen und im Krankenhausbereich eine zentrale Rolle ein. Mit den integrierten Notfallzentren, eine gemeinsame Aufgabe der KV und der Krankenhäuser
wird neu bewertet werden und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Steuerung auftun. Hier ist es wichtig, dass wir uns engagieren, um zum Wohle der Patienten die bestmöglichen Absprachen und Prozesse zu erzielen. Es braucht eine patientenzentrierte, sektorenübergreifende Versorgung in der Notfallmedizin. Auch hier werden wir in verschiedenen Symposien und auch hier im TV-Studio sprechen. Zudem möchten wir einen Schwerpunkt auf Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, legen. Die Bedingungen in Ihrem Alltag, unabhängig der Pandemie, sind geprägt von Zeit- und Entscheidungsdruck, ungünstigen Arbeitszeiten, körperlichen und psychischen Belastungen. Eine der wesentlichen und zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist es, dem Personalmangel auf den Intensivstationen in den Notaufnahmen zu begegnen. Hierzu brauchen wir angemessene Rahmenbedingungen. Es braucht meiner Meinung nach tragfähige gesellschaftliche Konzepte, um wieder Personal zu gewinnen, aber auch langfristig zu binden und beschäftigen und entwickeln zu können. Meine Vision ist es, Mitarbeiter in diesem Bereich zu ermöglichen, mit angemessenen Arbeitsbedingungen langfristig in der Intensiv- und Notfallmedizin beschäftigt zu bleiben. Auch hier werden wir mit Experten diskutieren. Seien Sie als Kongressteilnehmer mit dabei, wenn wir am Donnerstag um 10.30 Uhr im virtuellen Raum 4 mit Herrn Professor Lauterbach, Mitglied des Deutschen Bundestages, nach Lösungen suchen. Wie Sie sehen konnten, wird trotz oder gerade durch den virtuellen Kongress uns weiterentwickeln. Dies ist nicht selbstverständlich. Und es haben viele Akteure zum Gelingen dieses DIVI virtuell 2021 beigetragen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle allen bedanken, die zum Gelingen des Kongresses beitragen und uns unterstützt haben. Zuallererst natürlich dem Kongressteam, Frau Seewald und Frau Röhrig, sowie Professor Kluge als wissenschaftlicher Leiter und Herrn Professor Zausig, der die Workshops organisiert hat, mit Frau Christian zusammen. Es waren unzählige E-Mails und Telefonate, die wir geführt haben, um den Kongress weiter voranzutreiben. Auch M-Events mit Frau Türk und Frau Röhner möchten wir uns gerne bedanken. Herrn Kühle, Frau Schwarz, Frau Rothenetter von Jay Marquardt für die Organisation der Kongressplattform und die Teilnehmerbetreuung. Und besonders möchten wir Herrn Andreas Hinert bedanken, auch von Jay Marquardt, der das wissenschaftliche Programm betreut und gerade noch immer im Hintergrund Verschiebungen, Abfragen meistert, die wirklich uns immer wieder treffen. Auch den weiteren fleißigen Helfern im Hintergrund, die die virtuellen Räume betreuen, für einen reibungslosen Ablauf sorgen, Fragen beantworten und die kleinen und großen Hindernisse tatsächlich zur Seite stehen. Vielen Dank von meiner Seite an dieser Stelle. Auch den Kolleginnen aus dem CCH, wo wir ein halbes Jahr versucht haben, einen Präsenzkongress aufzubauen, möchten wir danken. Frau Mammut, Herrn Dr. Gröner, Frau Pinkert und Frau Weber, sei unser herzlicher Dank ausgesprochen. Und Ihnen, liebe Vorsitzenden und Vorsitzenden, Referenten, möchten wir danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir sozusagen hier dabei sein können. Und nun ganz zum Schluss möchte ich Frau Meckel danken mit ihrem Team, wo wir sozusagen hier im Kongressstudio sind, für die Pressestelle und ihrem Team nochmal herzlichen Dank zur Unterstützung des TV Virtuell 2021 und Herrn Tim Schönit, der uns hier im Studio aufgenommen hat und uns die nächsten 3 Tage begleiten wird. Von dem her freue ich mich auf die nächsten 3 Tage und vielen Dank.